Über eine Reform des Datenschutzes wird in Europa viel gestritten. Vorgesehen sind unter anderem neue Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher und ihrer Daten gegenüber Internetkonzernen. Doch die EU-Justizminister klammerten zentrale Fragen bei ihrem heutigen Treffen aus. Wer sich in der EU wie für Datenschutz einsetzt und von wem er beeinflusst wird, das untersucht das Internetprojekt Lobbyplug. Es ist ein ambitioniertes Gesetzesvorhaben. Überall in der EU sollen die persönlichen Daten von Bürgern gleich gut geschützt werden. Im EU-Parlament wird hart gerungen. Mehr als 4000 Änderungsanträge haben Abgeordnete eingereicht. Und genau diese Anträge haben der Journalist Richard Gutjahr und die weiteren Macher des Projektes Lobbyplug analysiert. Wir haben eine Datenbank gebaut, mit der man jetzt schön ablesen kann, von zu Hause aus, welcher EU-Abgeordnete denn sich für mehr Datenschutz stark macht und wer den Datenschutz in Europa eher abschwächen möchte. Besonders schlecht wegkommt dabei der deutsche CDU-Abgeordnete Axel Voss. Er selbst sagt, er suche die Balance zwischen den Interessen der Bürger und der Unternehmen. Lobbyplug sieht bei ihm zahlenmäßig überwiegend Anträge, die für weniger Datenschutz sorgen könnten. Zum einen ist das natürlich eine subjektive Analyse von Lobbyplug. Wenn es Ihnen Spaß macht, sollen Sie das machen. Die Stellung von Änderungsanträgen unterliegt auch durchaus taktischen Maßnahmen, wo man nicht immer das, was man wirklich möchte, eigentlich dort auch so hineingibt. Die Macher von Lobbyplug sehen ihre Bewertungen nicht als das letzte Wort. Sie wollen die Ergebnisse jetzt im Netz diskutieren, mit Bürgern, Juristen und Politikern.